Hühner stehen auf mir. Guten Morgen, Pocoyo. Hi. Du gehst etwas spazieren, ne? Hühnereier. Wie seltsam. Ich frage mich, wo ihre Mutter ist. Ah, welch ein Wunder. Aber wo bleibt die Mutter? Du kümmerst dich besser um sie, bis die Mutter zurück ist. Glaubst du, dass du das schaffst? Ja, Pocoyo kümmert sich. Lass sie dir nicht weglaufen, Pocoyo. Man sollte ihnen zeigen, wie man auf einem Ast sitzt. Sehr gut. Sieht so aus, als könntest du ein wenig Hilfe brauchen. Willst du, dass Pato dir hilft? Nicht Pato! Elli hilft Pocoyo! Elli? Die wird bestimmt eine gute Mutter sein. Elli! Kannst du Pocoyo helfen, auf die Küken aufzupassen? Das ist aber seltsam. Da hat jemand die Küken in Reihe und Glied gebracht. Aber wer nur? Es ist Pato! Ah, was für eine Überraschung! Du bist eine bessere Hühnermutter, als wir gedacht haben. Unglaublich! Du hast es geschafft! Was nun, Pato? Fliegen? Aber Hühner können nicht fliegen. Unglaublich! Du verstehst dich so großartig auf Küken. Du bist voller Überraschungen, Pato. Und jetzt? Was hat er jetzt vor? Oh nein, Pato! Wo sind jetzt deine Küken hin? Ah, ihre Mutter hat sie endlich gefunden. Pato, die Küken gehören zu ihrer Mutter.
armer Pato. Vielleicht solltest du dich ein wenig ausruhen. Ah, da sind wir, Pato. Schlafe gut. Es sieht so aus, als hättest du Freunde fürs Leben gefunden. Ah, wie schön. Gute Nacht, Pato. Und gute Nacht euch allen. Schlafwächter. Hallo, Schlummerpieps. Wie? Du willst ein kleines Nickerchen machen? Entschuldigung. Pocoyo, du machst zu viel Lärm. Entschuldigung. Pocoyo, bei diesem Lärm kann Schlummerpieps ihren Mittagsschlaf nicht halten. Es tut mir leid. Psst. Gute Idee. Pocoyo verspricht ab jetzt keinen Lärm mehr zu machen. Er wird ab jetzt dein Schlafwächter sein. Was ist das? Es sind Nina und Roberto. Sie spielen Fangen. Sie toben ganz schön wild rum. Ich nehme an, Fangen spielen ist halt laut, Pocoyo. Was können Sie sonst spielen, was ruhig ist? Ah, ein Buch lesen. Das ist viel ruhiger. Pocoyo, das mag zwar Lärm machen, aber Elli muss ihren Stepptanz üben. Welch eine großartige Idee, Pocoyo. Oh, Entschuldigung. Von jetzt an werde ich nur noch flüstern. Psst.
jetzt, Pato. Trosch? Ich höre nichts, Pocoyo. Ich höre gar nichts. Was nun? Es scheint, dass du alle Geräusche der Welt ausgeschaltet hast. Lass uns nach Schlummerpieps schauen. Schläft tief und fest. Gut gemacht, Pocoyo. Pocoyo? Ah, träume süß, du hast es verdient. Tschüss euch allen. Thank you.
Hallo, Baby Pieps. Und hallo, Pocoyo. Hallo. Seht euch das an. Los, wir klatschen alle mal. Was ist, Baby Pieps? Oh, du sagst, du hast in deinem ganzen Leben noch nie jemanden so geschickt mit dem Ball spielen sehen? Oh, wirklich. Ein schönes Kompliment. Du meinst, das wäre die fantastischste Konstruktion, die du je gesehen hast? Tja, das ist sicher ein ganz beeindruckendes Bauwerk, aber besser als die Pyramiden in Ägypten? Tja, also, wenn du es sagst, Baby Pieps. Was wird denn das jetzt? Baby Pieps glaubt offenbar, dass deine Zeichnung etwas ganz Besonderes ist, Pocoyo. Ja, natürlich. Es ist Kunst. Hm? Besser als die Mona Lisa? Naja. Was denn jetzt? Ein roter Teppich? Das gibt's doch nicht. Also für seinen Helden lässt Baby Pieps aber auch gar nichts aus. Ja! Hallo, Pato. Baby Pieps sagt, du hättest jetzt genug gespielt, Pato. Jetzt ist Baby Pieps dran. Hallo, Elli. Nun wird es aber lustig. Baby Pieps sagt, Pocoyo anzuschieben wäre seine Aufgabe, Elli. Baby Pieps, Pocoyo sagt, er ist jetzt müde. Er spielt später wieder mit dir, ja? Oh, Baby Pieps, hallo! Kann vielleicht einer von euch Baby Pieps erklären, wer oder was Pocoyo so stört? Baby Pieps! Du hast doch Baby Pieps selbst weggeschickt. Möchtest du deinen kleinen Freund wirklich wiedersehen? Dann musst du mal durch dieses Fernrohr sehen. Traurig. Könnt ihr vielleicht Pocoyo sagen, warum Baby Pieps so unheimlich traurig ist? Er hat Baby Pieps weggeschickt. Er hat gesagt, geh weg.
Genau. Aber Baby Pieps wollte doch nur dein Freund sein, Pocoyo. Ah, Baby Pieps. Pocoyo hat das nicht so gemeint, er wollte nur mal für ein Weilchen allein sein. Oh, was ist denn das? Eine Einladung. Da möchte irgendjemand, dass du zu seinem Fest kommst, Baby Pieps. Entschuldige. Das war eine sehr liebe Entschuldigung, Pocoyo. Wie? Was war das, Baby Pieps? Du sagtest, das war die allerliebste Entschuldigung überhaupt? Prima, Pocoyo. Und was für ein Glück für Baby Pieps. Macht's gut. Bis bald. Hallo, ihr alle zusammen. Ah, und Pato. Oh, hoppla. Oh je, Pato. Es sieht ganz so aus, als ob du Mühe hast, mit den anderen Schritt zu halten. Oh nein, Pato. Ich meine nicht, dass es daran liegt, dass du noch zu klein bist. Was ist denn das? Oho, das ist ja eine Sonnenbrille. Und noch dazu eine Sonnenbrille für Erwachsene. Setzt man so eine Sonnenbrille auf? Nein! Und ist das richtig? Nein! Nein! Wie sieht es damit aus? Nein! Trägt man so eine Sonnenbrille? Ja! Also, Pato, du siehst jetzt wirklich sehr elegant und sehr erwachsen aus. Was war das, Pato? Du meinst, du brauchst jetzt einen neuen Namen? Einen, der mehr so deinem neuen Stil entspricht, ja? Ah, ich habe schon einen. Pato Plattfuß. Wie wäre es mit Meister Quackschick? Nein, Monsieur Hütchen. Ah, warte, jetzt hab ich's. Wie wäre es mit Herr Großente? Pato möchte wissen, ob euch der Name Herr Großente gefällt. Ja, gefällt uns. Toll! Ja, ich denke auch, das passt sehr gut. Herr Großente, der perfekte Name für eine sehr erwachsene Ente. Spielen, Pato? Ich weiß schon, was Herr Großente sagen möchte, Pocoyo. Er ist schon viel zu erwachsen, um noch mit Bausteinen zu spielen. Herr Großente, warum zeigst du Pocoyo nicht, wie erwachsen du schon bist? Ja. Oh, Pocoyo, du möchtest plötzlich auch ein Erwachsener sein? Hey, Pocoyo, du siehst jetzt aber sehr erwachsen aus. Hallo, Baby Pieps. Hey, hey. Seht euch nur diese coolen Erwachsenen an. Ja, ja, Baby Pieps, wir wissen Bescheid. Du bist auch erwachsen. Tja, da sind wir nun. Alle erwachsen. Oh Mann.
drei coole Tüten. Hui, hallo Elli. Ich glaube, Elli will mit euch spielen. Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen. Wie es aussieht, sind Herr Großente und seine Kumpels viel zu erwachsen, um zu spielen. Was ist denn da los? Ah, seht mal, Elli malt mit Fingerfarben. Das ist ein Spaß. Ja, wie es scheint, sind diese drei viel zu erwachsen für Fingerfarbenmalerei und sowas. Seht mal, jetzt spielt Elli mit Bausteinen. Damit spiele ich ja am liebsten. Ach, herrlich. Es gibt einfach nichts Besseres, als mit einer famosen Eisenbahn zu spielen. Sieh mal, Herr Großente, ich weiß, ihr seid ja alle wirklich sehr erwachsen. Aber meinst du nicht, du übertreibst ein bisschen? Herr Großente, sei doch jetzt nicht sauer. Pocoyo wusste sich nicht anders zu helfen. Er ist doch noch nicht richtig erwachsen. Er hat nur so getan, genau wie du. Hey, sieh mal, ein Ball. Warum spielst du nicht, besser gesagt, warum dribbelst du nicht ein bisschen mit dem Ball? Keine Angst, Herr Großente, Erwachsene dribbeln auch gern mal mit dem Ball herum. Soll Pato mit seinen Freunden spielen? Ja! Bravo, Pato! Toll, ihr Freunde! Wunderbar! Pocoyo! Macht's gut! Bis bald! Tschüss! Postdienst im Weltall. Hallo, Pato. Du siehst aber elegant aus. Hast du einen neuen Job? Ah, ich verstehe. Du bist ein Weltraumbriefträger geworden. Wie spannend. Und du hast sogar einen Assistenten. Für wen ist denn dieses Paket, Pato? Ah, das ist für Grün-Außerirdischer. Ist es eine Expresssendung? Dann solltest du wohl aufbrechen. Wäre ja nicht gut, wenn dein erstes Paket verspätet ausgeliefert würde. Wir heben ab! Der Adresse nach müsste das Haus von Grün Außerirdischer hier irgendwo sein. Ja, ja, hier ist es. Pato, ich glaube, das ist nicht der Richtige. Ah, deshalb. Er sagt, Grün Außerirdischer ist weggezogen und lebt nicht mehr hier. Aber er ist gerne bereit, dir die neue Adresse zu geben.
Nun, der neuen Adresse nach sollte Grün Außerirdische genau hier wohnen. Ich befürchte, das ist die falsche Adresse. Aber keine Sorge, die Toridoris wissen, wo er ist. Sieht so aus, als sei niemand auf diesem Planeten. Aha, entschuldigen Sie, Herr Basketball. Er sagt, Grün Außerirdischer ist auch hier nicht. Aber das ist seine neue Adresse. Außerirdischer, endlich hast du ihn gefunden. Er will wissen, warum es so lange gedauert hat. Oh nein, unserem Wamusch ist der Sprit ausgegangen. Sonnenkollektoren! Die Energie von der Sonne wird dich wieder nach Hause bringen. Willkommen zu Hause! Gute Arbeit! Stimmt schon. Baby Pieps verdient auch Anerkennung. Ein Hoch auf Baby Pieps! Ninas Ostertag. Oh, es ist so ein schöner Frühlingstag. Ich frage mich, was Nina und Roberto machen. Da sind sie. Hi, Nina. Hi, Roberto. Oi da. Seht mal, das ist ein Osterei. Das ist was ganz Besonderes. Der Osterhase muss es hier versteckt haben. Es ist aus leckerer Schokolade. Meinst du, dass ein Küken in dem Ei ist? Oh! Pato, was willst du mit dem Osterei tun? Oh, verstehe. Du hast Hunger, oder? Pato, Nina denkt, dass in dem Ei ein Küken ist. Aber es stimmt, Nina. Ostereier haben keine Küken in sich.
Pocoyo hat auch ein Osterei gefunden. Ich fürchte, dass das nicht gut ausgeht. Sehr schlau, Nina. Aber ich glaube... Oh nein! Ellie hat auch ein Osterei. Ellie, Nina glaubt, dass in dem Ei ein Küken ist. Deshalb will sie es haben. Nein, schon wieder. Das war schlau. Nun sieht es so aus, als hätte Nina doch gewonnen. Seht doch, das Ei ist zerbrochen. Und es ist aus Schokolade. Leute, ich glaube, Nina will euch etwas sagen. Die Eier. Super. Jetzt habt ihr alle eure Ostereier. Oh, Nina. Sie wollte heute gern ein Küken finden. Küken! Mein Pato! Ah, seht nur, da sind Pocoyo und Ellie. Hallo, Pocoyo. Hallo, Ellie. Hallo. Oje, wie es scheint, streiten sie sich gerade. Was ist denn das? Kann vielleicht einer von euch Ellie und Pocoyo sagen, was Baby Pieps und kleine Raupe da bringen?
Geschenke! Sie bringen Geschenke! Ganz richtig, das sind Geschenke. Heute hat Pato Geburtstag. Oh nein, ihr habt es doch nicht etwa vergessen. Deine Schuld! Halt, halt, halt! Keiner ist schuld! Los, kommt! Wir wollen mit dem Geburtstagskind feiern. Da! Alles Gute! Deine Freunde sind sicher nur so aufgeregt, weil heute dein Geburtstag ist, Pato. Aha, und sieh nur, Baby Pieps hat ein Geschenk für dich. Blumen. Ach, wie wunderschön. Und hier, kleine Raupe hat auch ein Geschenk für dich. Es ist ein Stein. Wunderbar. Was für ein passendes Geschenk, kleine Raupe. Ja. Na, 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 ihr zwei da. Hm? Schließlich hat kleine Raupe daran gedacht, Pato ein Geschenk mitzubringen. Was ist, Elli? Du hast auch etwas für Pato? Ah, verstehe. Du lädst Pato zu einem Picknick ein. Alles Gute. Sieh nur, Pato. Pocoyo hat für dich auch noch ein Geschenk. Oh nein. Patos neuer Ball ist geplatzt. Was soll das, Elli? Pocoyo, was machst du denn jetzt? Pato! Pato! Was ist denn das? Ein Käfig? Alles Gute! Ach, Elli, was für ein Glück, dass du Pato aus dem Käfig befreit hast, damit er endlich seinen Geburtstag feiern kann. Wo ist denn Pato? Pato ist ja total eingeschlossen. Alles Gute. Oh je. Also das macht Pato sicher keinen Spaß. Pocoyo, nicht! Oh! Oh nein, jetzt hat Pato endgültig die Nase voll. Alles wegen eurem Gestreite. Deine Schuld. Elli, Pocoyo, also, die hören einfach nicht zu. Vielleicht hören die beiden endlich auf und vertragen sich wieder, wenn wir alle rufen, hört auf zu streiten. Ja? Fertig? Hört auf zu streiten. Pato ist gegangen, weil ihr euch die ganze Zeit gestritten habt. Warum wollt ihr euch nicht die Hand geben und euch wieder vertragen? Freunde. Na, das ist doch viel besser. Aber jetzt müsst ihr auch Pato zurückholen. Es ist doch sein Geburtstag. Pato, du willst doch nicht wirklich fortgehen, oder? Aber das ist ja schrecklich. Oh, Pato, geh doch bitte nicht.
Was sollen wir denn ohne dich machen? Wie? Das ist gar kein Ich fahre jetzt ganz weit weg Bus. Nein, Pato, das ist ein Geburtstagsfeierbus. Pato! Ich denke, Pocoyo wünscht sich, dass alle alles Gute zu Pato sagen. Na los! Alles Gute! Alles Gute, Pato! Wie gut, dass es Geburtstage gibt. Macht's gut und bis bald! Pato, der Baby-Piepsitter. Oh, Schlummerpieps. Telefon. Schlummerpieps. Vielleicht wacht Schlummerpieps auf, wenn wir alle zusammenrufen. Wach auf, Schlummerpieps. Fertig? Wach auf, Schlummerpieps. Aufwachen. Das Telefon. Du musst weg. Verstehe. Aber sicher findest du jemanden, der auf Babypieps aufpasst. Nun, frag schon. Nein, du. Pato, aufholen. Schlummerpieps möchte wissen, ob einer von euch ein wenig auf Babypieps aufpassen kann. Nein? Wie wäre es, wenn der, der auf Babypieps aufpasst, nicht aufräumen müsste? Wie war das, Pato? Du sagst, dass du auf Babypieps aufpassen willst? Wunderbar! Das bedeutet, du räumst hier auf, Pocoyo, richtig? Hallo, Babypieps. Hast du schön geschlafen? Deine Mama ist nicht hier, Babypieps. Sie ist nur mal kurz weggegangen. Na, Babypieps! Sieh nur, da ist deine Freundin, kleine Raupe! Wenn kleine Raupe da ist, bist du fröhlich, hm? Nun, das hört sich doch gut an. Oh je. Sie machen dir alles nach, Pato. Ah, Essenszeit. Wie? Das ist nicht das, was du sonst von deiner Mami bekommst? Kuchen? Wenn dir Pato jetzt Kuchen gibt, hörst du dann auf zu schreien und gehst ins Bett? Oh je, Pato. Es scheint, als ob kleine Raupe mal muss. Na los, Tempo, Tempo, beeil dich. Oh nein. Und endlich Schlafenszeit. Wie? Deine Mama macht mit dir immer erst einen Mondspaziergang? Ach, aber du versprichst, dass du dann sofort ins Bett gehst, ja? Und nun ins Bett. Pato braucht wirklich dringend Hilfe, Pocoyo. Halt, steh bleib, kleine Raupe. Nein.
Pato. Auf kleine Kinder aufzupassen ist wirklich Schwerstarbeit. Ich kenne das. Aber wie wäre es denn, wenn ihr zwei euch zusammentut? Was meint ihr? Sollten Pato und Pocoyo zusammen aufpassen? Ja, ja, sie sollen zusammenarbeiten. Ja! Oh. Baby Pieps möchte wissen, was ihr da macht, Pocoyo. Wir schlafen. Aha. Pato und Pocoyo sind müde und wollen sich in eure Betten legen. Dürfen sie das? Nein. Ihr wollt, dass Pato und Pocoyo in ihre eigenen Betten gehen? Nun denn, in Ordnung. Ihr zwei habt das wirklich großartig gemacht. Schlummerpieps fragt, ob ihr jetzt jeden Tag auf Babypieps... Was meint ihr? Sollen die beiden jeden Tag auf Babypieps aufpassen? Ja! Ja! Ja, sie sollten das jeden Tag machen. Bravo, Pato und Pocoyo. Zusammen geht alles viel besser. Macht's gut, bis bald. Mein Ball. Seht mal. Da sind Pato und Pocoyo. Hallo, Pocoyo. Hallo, Pato. Hallo. Was ist das wohl, was Sie da haben? Weiß vielleicht einer von euch dort, was das ist? Ein Ball. Das ist ein Ball. Richtig, ein Ball. Und ein sehr schöner noch dazu. Und wie der springt, ist er neu? Ich glaube, Baby Pieps gefällt der Ball auch. Hallo, Baby Pieps. Ach, es gibt doch wirklich nichts Schöneres, als mit einem neuen roten Ball zu spielen. Pocoyo, Pato, ich glaube, Baby Pieps möchte mit euch spielen. Armer Baby Pieps. Pocoyo und Pato denken, du bist noch zu klein, um mit ihrem Ball zu spielen. Oh je. Und was machst du nun, Pocoyo? Wo ist er denn hin? Kann vielleicht einer von euch Pato und Pocoyo sagen, wo Baby Pieps ist? Oben auf dem Baum! Oh nein! Er fliegt auf und davon! Wie willst du jetzt deinen Ball zurückbekommen, Pocoyo? Gute Idee, Pocoyo. Das Fliehwusch.
Babypieps. Oh, kleiner Babypieps, nun wein doch nicht. Könnt ihr vielleicht Pato und Pocoyo helfen? Was sollten sie tun, damit Babypieps wieder fröhlich ist? Ihn mitspielen lassen! Da haben wir's. Es gibt doch noch etwas Schöneres, als einen neuen roten Ball zu haben. Nämlich, einen kleinen Freund fröhlich zu machen. Wie schön. Jetzt sieht es so aus, als ob alle drei einen neuen roten Ball haben. Macht's gut. Bis bald. Pocoyos Versprechen. Ah, hallo Babypieps. Oh nein! Was war das? Ich weiß es. Kann vielleicht jemand von euch Babypieps sagen, wer das gerade war? Pocoyo und Pato. Richtig! Das sind Pocoyo und Pato. Und es sieht ganz so aus, als ob sie einen Ausflug mit dem Fliehbusch machen. Was für ein Spaß! Pocoyo, ich glaube, Babypieps möchte dir etwas sagen. Babypieps möchte von dir wissen, wie man das Fliehbusch fliegt, Pocoyo. Wie wär's, wenn wir alle zusammen Bitte sagen würden? Fertig? Los! Bitte! Pocoyo, bitte, bitte! Bitte flieg mit Babypieps! Ja, gut! Etwas später. Fein. Pocoyo wird dir zeigen, wie man das Fliehwusch fliegt, Babypieps. Nach dem Essen. Aha. Babypieps fürchtet, du könntest es vergessen, Pocoyo. Versprochen. Babypieps ist bereit für die erste Flugstunde. Nach dem Spielen. Aber Pocoyo, du hast gesagt nach dem Essen. Na dann. Jetzt, Pocoyo? Später. Ich weiß, Babypieps, das ist nicht besonders fair. Schließlich hat Pocoyo es doch versprochen. Und, nein, Babypieps, du solltest lieber nicht mit dem Fliehwusch herumspielen, bevor dir Pocoyo gezeigt hat.
sehen. Nein, ich guck da gar nicht hin. Oh nein! Ellie, wach schnell auf, Ellie! Oh je. Wie kann man Baby Pieps nur retten? Achtung! Baby Pieps, Pato meint, du sollst den großen Knopf drücken. Wunderbar. Gut gemacht, Pato. Jetzt seid ihr alle auf Baby Pieps sauer, hm? Aber Baby Pieps ist gar nicht schuld. Pocoyo, du hattest ihm doch etwas versprochen. Könnt ihr euch noch erinnern, was das war? Was hatte Pocoyo Baby Pieps versprochen? Er wollte ihm zeigen, wie man das Fliehwusch fliegt. Ganz genau, das hast du, Pocoyo. Du hast es versprochen. Na gut. Ja, so ist es doch viel besser. Versprechen muss man halten. Prima, Pocoyo. Macht's gut, bis bald.